Herzlich willkommen im Themenbereich 3. Der heißt Modellierung von Geschäftsprozessen und wir werden uns jetzt wirklich mit dem Kern von PKM, von Prozess- und Kommunikationsmodellierung, beschäftigen, nachdem wir den Einstieg im Themenbereich 2 über die Modellierung von Software gemacht haben, gehen wir jetzt tatsächlich auf die Modellierung von organisationalen Phänomenen, von Abläufen in Organisationen, von teilweise auch Strukturen in Unternehmen und beschäftigen uns vorrangig jetzt einmal in diesem Themenbereich mit der BPMN. Das ist die Standardnotation, die Standardmodellierungssprache, die sie in den letzten Jahren durchgesetzt hat für Geschäftsprozessmodellierung. BPMN steht für Business Process Modeling and Notation. Dieses AND im Namen ist irgendwann einmal mit der Version 2 reingerutscht. Die initiale Version hat Business Process Modeling Notation geheißen, also wirklich den Fokus auf die Modellierungssprache. Mit diesem UND, also Business Process Modeling and Notation, möchte man ausdrücken, dass es nicht nur um die Modellierungssprache, sondern auch um den Vorgang des Modellierens geht. Wir werden dann sehen, dass sich die BPMN durchaus auch Gedanken darüber macht, wie man denn beim Modellieren vorgehen möchte, deswegen diese Namensänderung. Was schauen wir uns in diesem Themenbereich an? Wollen wir wieder auf den Überblick schauen, sehen wir, dass wir eigentlich wieder vier Themenbereiche haben. Der erste ist wieder ein eher konzeptuell-theoretisch orientierter und widmet sich der prozessorientierten Unternehmensorganisation als Brücke zwischen was ist eine Organisation im Themenbereich 1 und der Modellierung von Organisationen, mit denen wir uns dann im Rahmen der BPMN-Betrachtung näher beschäftigen, diskutiert also nur einmal, was heißt denn überhaupt Geschäftsprozessorganisation, was ist denn Geschäftsprozessmanagement und wie passt da die Modellierung dazu. Als Kontext für das Ganze und dann steigen wir in den übrigen drei Themen ins Detail in die BPMN ein. Der erste Schritt wird sein, uns mit den Grundlagen zu beschäftigen, also die grundlegenden Elemente einzuführen und schauen, wie passen denn die zusammen. Dann gehen wir auf jenen Aspekt der in der BPMN das K im PKM abdeckt, die Kommunikationsmodellierung. In der BPMN ist es möglich, verteilt ablaufende Geschäftsprozesse zu modellieren, kollaborative Geschäftsprozesse zu modellieren, wo zwischen einzelnen Akteuren kommuniziert wird und deren Prozessaktivitäten dadurch koordiniert werden können. Wie das funktioniert, schauen wir uns eben in diesem dritten Thema an. Und im letzten Thema widmen wir uns dann den komplexeren Konstrukten der BPMN, die man eher dann dafür benötigt, den Prozess bis ins Detail auszuspezifizieren, sodass er vielleicht automatisierbar unterstützt werden kann. Das sind noch eine Vielzahl von Modellierungselementen, die man in der rein dokumentatorischen Geschäftsprozessmodellierung, die halt einfach verständnisbildend wirken soll zwischen unterschiedlichen Beteiligten, nicht benötigt. Also, da muss ich dann nicht so weit ins Detail gehen. Wenn so weit ins Detail gehen muss, dass ich sagen muss, ja, da kann eine Ausnahme auftreten und wenn diese Ausnahme auftritt, dann muss ich noch das und das machen. Wenn es denn so exakt spezifiziert werden muss, dann müssen wir bei der BPMN ganz in die Tiefe tun und das gehen und das tun wir eben hier im Thema 4. Gut, wir steigen ein mit prozessorientierter Unternehmensgestaltung, mit Geschäftsprozessmanagement als Thema und handeln uns dann jetzt dann weiter zur BPMN.